Hallo und herzlich willkommen zu My Hands, deinem ganzheitlichen Gesundheitspodcast mit Bettina Roschewitz. Sie begleitet seit über 30 Jahren Menschen mit körperlichen Erkrankungen und in persönlichen Krisen mit der japanischen Selbstheilmethode Yin-Chin-Jutsu und unterstützt sie auf ihrem Weg zurück zu Kraft und Gesundheit. Hör direkt rein in diese Folge und entdecke das Wunderwerk deiner Hände. Hallo ihr Lieben, heute spreche ich wieder mit einer Yin-Chin-Jutsu-Expertin. Und heute ist es etwas ganz Besonderes für mich, weil ich mit meiner Lieblingskollegin und der Frau spreche, mit der ich am meisten, am intensivsten zusammengearbeitet habe über viele, viele Jahre. Und ich freue mich sehr, dass ihr Uta Freitag kennenlernt. Und mit Uta sprechen wir über die Magie des Jin-Chin-Jutsu, über die Wunder, die passieren. Und sie nimmt uns mit und beschreibt, wie sie immer demütiger wird mit den Jahren, wie sie mithilfe von den Behandlungen zu sich gekommen ist und wie das Jin-Chin-Jutsu ihr Leben zutiefst verändert hat. Viel Freude bei diesem wunderschönen Gespräch zwischen Uta und mir. Hallo ihr Lieben, eine neue Podcast-Ausfolge, Ausgabe My Hands. Und es ist wieder Zeit, dass ihr jemanden tollen kennenlernt, und zwar eine Yin-Chin-Jutsu-Therapeutin und man kann sagen befreundete Kollegin. Und es ist mir eine riesige Freude, dass du, Uta, heute da bist und dir Zeit genommen hast für ein Gespräch. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich freue mich auch, hier zu sein. Ja, Uta und ich kennen uns schon eine ganze Zeit. Das ist ja für euch nicht so interessant, aber dass ihr das zuordnen könnt, wenn ihr das jetzt nicht als Podcast-Aufnahme seht, sondern bei YouTube und denkt, das Gesicht kenne ich doch. Ja, Uta ist mit in dem Yin-Chin-Jutsu-Team Hamburg und ihr kennt sie vielleicht aus den Intensivwochen in Neuschönau, nur dass ihr das Bild verorten könnt sozusagen. Aber diese Reihe, wie kommt man zum Yin-Chin-Jutsu und was macht das Yin-Chin-Jutsu mit unserem Leben, das soll ja Inhalt dieses Gespräches sein. Und deswegen, Uta, nimm uns doch mal mit zu den Anfängen. Wann bist du mit Yin-Chin-Jutsu in Kontakt gekommen und wieso? Ja, wann? Oh Gott, ich kann das gar nicht so genau sagen. Vielleicht vor 15 Jahren ungefähr. Und wie? Also es hat mich einmal ein Buch gefunden über Yin-Chin-Jutsu. Ja. Und ich habe mir da so kurz reingelesen und dann dachte ich, oh, das hört sich ja interessant an. Und ich war gerade in einer Prüfungsphase, da dachte ich, das könnte ja vielleicht unterstützend sein. Gut, und dann habe ich das mitgenommen. Ich habe gar nicht so viel da reingelesen. Also der ganze Text über Jin-Chin-Jutsu habe ich ehrlich gesagt gar nicht so viel gelesen. Ich habe mich gleich auf die Anwendungen gestürzt und war dann doch sehr erstaunt, was man mit seinen eigenen Händen doch bewirken kann. Kamst du irgendwie aus dem medizinischen Bereich? War das irgendwas, was du irgendwie integrieren wolltest in deine Arbeit? Oder kam es eben aus diesem individuellen Grund, ich möchte mir bei einer Prüfungsangst helfen? Ja, also ich war damals in der Heilpraktikerschule. Ich hatte eigentlich mir vorgenommen, ich würde gerne Homöopathie machen. Mhm. Merkte dann aber nach anderthalb Jahren ungefähr, also ohne der Homöopathie irgendwie was abzusprechen. Ich finde sie grandios, ich finde es ganz toll, aber ich merkte, es ist nichts für mich so unbedingt. So war ich dann weiter auf der Suche. Dann kamen noch Sachen dazwischen und so und dann bin ich auf Jin-Chin-Jutsu gestoßen und ja, war eigentlich, was heißt eigentlich, ich war total begeistert, wie gesagt, was man mit seinen eigenen Händen, das war mir gar nicht bewusst, das hatte ich gehört, klar, dass Berührungen irgendwie heilsam sind und so, aber ja, mehr hatte ich da nicht auf dem Schirm zu sagen. Okay, dann über das Buch und wie ist es dann weitergegangen? Hat das denn, sagen wir mal ganz konkret, es hat wirklich geholfen in dieser Prüfungssituation? Ja, das auch, ja, und der erste Strom, den ich weiß gar nicht mehr, ob ich mich jetzt mit einzelnen Schlössern oder so, ich weiß nur, der erste Strom war der Magenstrom. Oh Gott, bei mir auch. Ja. Naja, das ist ja nun auch nur meine Schwachstelle und ja gut, und das fand ich schon so, ja, so faszinierend, so bemerkenswert, also das dachte ich, ja, da muss ich jetzt mal ein bisschen tiefer einsteigen.
Naja, und dann habe ich mich auf die Suche begeben, so im Internet, wer das denn machen könnte, so in Hamburg, und habe mich auch ein bisschen informiert, und dann wurdest du mir empfohlen. Na, und so ging das dann seinen Weg. So ging das seinen Weg. Das heißt, du hast dann ja noch vor Ort bei uns die Basiskurse oder damals hieß es ja die Selbsthilfekurse noch gemacht. Und wie ist es dann weitergegangen? Hast du dann, du hast es praktisch erstmal für dich gemacht oder hattest du schon parallel die Idee, ich möchte damit beruflich arbeiten oder war das erstmal nur für dich und deine Familie? Das finde ich auch immer so interessant. Nein, es war erstmal nur für mich und meine Familie. Und dann in den Kursen, da bin ich gar nicht von ausgegangen, aber da habe ich wirklich so nette Leute kennengelernt, und mit denen man sich dann noch intensiver austauscht und sich gegenseitig strömt und trifft und studiert und so. Und dann dachte ich, ja, das ist so toll, da muss ich ganz einfach tiefer einsteigen. Ja, und dann kam das Intensivjahr dann irgendwann auch. Das hat mich ja absolut geflasht. Weiß ich noch, der erste Tag, da habe ich dann die Größe eigentlich. Also man geht, ja, steht ja immer eine einfache Kunst, aber je tiefer man einsteigt, desto demütiger wird man und merkt, was das für eine Größe überhaupt ist, Jinjinjutsu, und wie allumfassend. Ja, das hört sich immer so an, aber wenn man das mal so gespürt hat, oder gut, dann, das habe ich ja dann später in der Arbeit dann noch mehr gemerkt, also was das bewegt, und ja, von der Geburt bis zum Tod und drüber hinaus, und also ja, da musste ich ganz einfach weiter. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Da erkennt man sich dann ja auch so wieder, ne? Das ist ja bei mir auch oft so gewesen, dass die Leute gesagt haben, wieso, was willst du denn jetzt noch einen Kurs machen, ne? Ja, Du, genau. ne, das weißt du doch alles und so. Und darum geht es aber überhaupt gar nicht, sondern es ist auch dieser gemeinsame Weg und immer wieder neue Begegnungen und immer wieder merkt man, wo es noch hakt oder wo man sich auch schon irgendwie weiterentwickelt hat. Das ist ja auch ein tolles Gefühl, so zu merken, es geht einem besser. Wie war das bei dir? Hast du das auch bei dir gespürt? Nicht nur das Interesse, wie war es körperlich und seelisch und psychisch für dich? Ja, ich war ja immer auf der Suche nach Hilfe auch irgendwie. Wie komme ich mit gewissen Dingen in meinem Leben noch so klar? Und ja, war aber immer sehr respektvoll und habe immer gedacht, ja, ich möchte eine sanfte Methode. So, ne? Ja. Sonst hatte ich immer Angst, dann nachher explodiere ich, oder unhaltbare Zustände oder sonst was, ne? Ja. Na gut, dann kam halt Jinshin-Jutsu, und das habe ich dann wirklich, also wir sagen das ja auch immer, und es geht nie über einen gewissen Punkt hinaus und so, aber das habe ich wirklich gemerkt, dass es wirklich auch so ist. Also das, ja, es bringt einen nicht an den Abgrund, oder vielleicht bringt es einen kurz vor den Abgrund, aber dann fängt es einen absolut wieder auf. Oh. Das Das ist wunderschön beschrieben. Ja, ja. Und wir hatten ja auch das Glück dann später, aber das ist das, da komm, ich will nicht vorpreschen, das dann auch gemeinsam mal zu erleben. Das ist dann natürlich auch nochmal so wie die Königsklasse, ne? Das alleine zu erleben oder gemeinsam, das ist dann und sich darüber dann austauschen zu können. Das ist einfach, Ja, ja, ganz genau. wunderschön. Ja. Ja, dann hast du das Intensivjahr gemacht, warst Feuer und Flamme. Und Genau. hast deine Familie, wie hat denn deine Familie das aufgenommen? Uta jetzt mit Strömen und hast du sie dauernd angefasst und auf die Liege gezerrt oder wie war's? Dauert angepasst. Ich meine Tochter sagte irgendwann mal, musst du mich denn immer, kannst du mich nicht ganz einfach mal nur noch so in den Arm nehmen? Das immer so mit dem Hintergedanken, oh, Mama strömt mich wieder, ne? Aber ja, klar, also wie gesagt, ich bin jemand, der sehr interessiert ist an allen Heilmethoden, und natürlich kann man da seine Familie sehr mit überfordern. Das wissen wir ja alle, die da dran Interesse haben und so, aber nein, also es wurde eigentlich. Ja gut, ich musste dann auch meine Ansage machen, so, das ist jetzt das für mich, und das werde ich jetzt weitermachen und so. Und dann
Ja, waren die dann auch alle irgendwann begeistert. Und ja, es ist dann ja so weit gekommen, dass meine Tochter das hier jetzt auch praktiziert. Ja, das ist ja auch so was Gemeinsames von uns, dass trotz großer pubertärer Auseinandersetzungen und Abnabelungsprozessen, ne, von Laura zu mir und Clara zu dir, ja, dann auf einmal wie so durch die Hintertür sozusagen auf einmal ein gleiches berufliches Interesse da ist. Das finde ich einfach so spannend. Genau. Und ich hatte halt versucht, jetzt meine Tochter, also ich habe sie auch öfter mal zu Hause geströmt, ich selber, und aber dann dachte ich auch, nee, also das ist besser, wenn das jemand anders macht. Und dann habe ich sie zu einer Therapeutin, die ich sehr nett fand, geschickt und so. Und das war dann wunderbar. Die hat ihr dann auch nochmal natürlich andere Facetten des Jinjutsu gezeigt und so. Ja, Und ja. ja, und so ging es dann weiter für sie auch. Okay, das heißt, es zog in die Familie an, du hast dann gesagt, das ist mein Ding und hast auch nicht unbedingt Gegenwind gekriegt, sondern das wurde auch irgendwie akzeptiert und unterstützt, auch von deinem Mann. Ja, absolut. Also Großartig. der versuchte dann auch immer das zu erklären und so. Also ich meine, er kommt aus einem ganz anderen Sparte und so, Ja. aber ja, also. Toll. Okay, und dann kam irgendwann, ja, wie ging es dann weiter? Dann hast du das Intensivjahr, man hast ja auch noch 5 Tage Kurse gemacht und so weiter und so fort. Und dann, ja, kam ja auf einmal, kamen wir beide ja oder mit Pascal zusammen auf eine ganz verrückte Idee, weil Also es irgendwie. ich ja nicht, ne? Wie Also bitte? ihr kamt auf die Ach Idee. so, wir kamen erstmal auf die Idee, okay, und haben dir dann vorgeschlagen, dass wir eben Lust hätten, enger mit dir zusammenzuarbeiten. Ich glaube, der erste Schritt war, dass du dann unsere Assistentin im Intensivjahr wurdest. Ich glaube, das Ja, war der genau. erste Step. Und ja, es gibt eben dann auch für die, die uns kennen und die Größe unseres Zentrums damals und die Orte, wo wir alle Kurse gegeben haben, aber es ist. Ich sage das immer, dann sitzt irgendwie in den Kursen, ab und zu sitzt da jemand, der ist einem von Anfang an irgendwie ganz nah. Und das ist unabhängig davon, wie viel Erfahrung man jetzt schon hat mit Jinshin Jitsu. Damit hat es gar nichts zu tun, sondern das ist irgendwie eine andere Ebene. Und irgendwie war das für Pascal so mit dir und für mich auch. Ja, und dann haben wir dich gefragt, möchtest du näher mit uns zusammenarbeiten? Und erzähl mal, war das sehr schlimm? Ja, ich war schon erstmal geschockt, weil ich das also mit meinem Selbstbewusstsein war es nicht so weit her. Ne? Dann dachte ich natürlich, meine Güte, was sehen die in mir, ne? Was ich nicht sehe und so. Aber es war ja dann also wirklich war eine grandiose Zusammenarbeit. Also wir hatten heimlich viel Spaß, muss man sagen. Ne? Wir haben sehr viel gelacht Jin Shin Jitsu kann eben auch für die, die das noch nicht so lange kennen, es hört sich ja manchmal so ein bisschen tragend ernst an, nicht die schweren Erkrankungen und am Abgrund stehen und so, aber mit Jin Shin Jitsu kann man einfach auch, oder es sollte wirklich auch wie die Nebenwirkung sein, man hat einfach unglaublich viel Spaß. Und man Ja. kann auch teilweise über Sachen lachen als Entladung und da muss, wenn die Stimmung und die Schwingung stimmt, dann ja, wir haben wirklich ganz, ganz viel Spaß gehabt, das stimmt. Konnten trotzdem so Hand in Hand jetzt wörtlich, ne, also Ja. ja, zusammen da durchgehen durch die Jahre. Genau. Das war wirklich richtig, richtig, richtig schön und ist ja auch noch immer schön. Und du bist ja auch eine Kollegin, und das ist für mich eben so wirklich ganz besonders, dass du dich in die absurdesten Situationen begeben hast mit uns. Für uns war das, oder für mich besonders war das ja auch schon in der Zeit, bevor Pascal dazu kam, war das ja irgendwie normal. Aber ich kannte das eben auch in der Zusammenarbeit, dass viele Kollegen einfach nicht mitgegangen sind. Und gar nicht, weil sie nicht die Kompetenz hatten oder so, sondern weil sie dann wirklich Angst gekriegt haben. Und das ist was, was uns in der Zusammenarbeit, was dich so auszeichnet. Du hast einfach immer gesagt, ja, ich mache es. Ich bin dabei, ich probiere das aus. Zum ersten Mal Sterbebegleitung, ne? Zum ersten Mal Krankenhaus, zum ersten Mal ein schwerkrankes Kind mit Hirntumor, so Sachen, wovon dann oftmals Kollegen oder auch mit psychischen Erkrankungen, du Ja, bist einfach so unglaublich, ich finde es noch nicht mal mutig, für dich ist es gar kein Unterschied.
in welcher Verfassung jemand ist, jetzt von außen betrachtet. Nimm uns doch bitte mal mit, wie das war für dich. Ja, das war mir auch nicht klar, also dass ich das so kann. Also ich, so plump gesagt, ich tapp's dann immer so da rein. Ne? Also, und aber es ist ganz einfach herrlich, wenn man das so sagen kann. Also sei es jetzt jemanden Sterbenden zu begleiten oder sei es bei einer Geburt dabei zu sein, das durfte ich ja auch. Ne? Nochmal vielen Dank an die Frauen, die mir das ermöglicht haben. Also das war ja ganz grandios, ganz toll. Ne? Und ja, also ja, irgendwie, es gibt wirklich für mich keine schönere Arbeit, wenn man das so sagen darf, so als Arbeit, als die Menschen da zu begleiten. Also das so mit denen so verbunden zu sein und man braucht halt keine Worte. Ich bin nicht unbedingt ein Mensch vieler Worte und so. Und da braucht man ganz einfach keine Worte. Da ist man ganz einfach zusammen. Halt, das finde ich halt so schön und so berührend und. Ja, dann passt da nichts dazwischen, ne? Das ist wirklich ein Verschmelzen und das hat dann aber eine ganz große Natürlichkeit. Und das wünsche ich mir eben oftmals, wenn Menschen eben in so scheinbar besonderen Situationen dann da nicht reingehen, dann fehlt eben auch diese Erfahrung und das ist eben so nährend. Ja. Oder gab es mal eine Situation, wo du gesagt hast, nein, da kann ich, das ist mir zu heiß, das kann ich nicht machen, das möchte ich nicht. Gab es mal irgendeine Situation, die dich, nee, ne? Ich jetzt keine, nee. Nee, ich auch nicht. Nee, also waren ja nun schon extreme Situationen. Das möchte ich eigentlich gar nicht jetzt so öffentlich so, Ja. aber wirklich, aber nee. Klar, das gehen die dann einem auch extrem ans Herz und man ist extrem erschöpft danach und alles und aber ich möchte es alles nicht missen. Also keine Situation möchte ich missen. Und hast du dich, wie war das dann für dich eben auch das war ja für mich dann so schön, als wir so eng zusammengearbeitet haben oder als Beispiel jetzt eben auch in den Intensivwochen, dass man eben so auf einer gleichen Ebene die Menschen begleitet und eben die Möglichkeit hat, sich gegenseitig aufzufangen, sich zu unterstützen und noch gemeinsam weiterzuwachsen. Also ich glaube, ohne das hätte ich das gar nicht leisten können. Wie ist das für dich? Ja, das stimmt absolut. Also der Austausch, der muss ganz einfach da sein. Gerade wenn es jetzt schwere Fälle sind, so, Ja. dann ist das absolut wichtig. Und ich meine, jemanden wie dich an meiner Seite zu haben, der das jetzt über 30 Jahre gemacht hat, das ist natürlich ja, das ist ja toll. Also das ist super. Wann hat man das schon? Also das, Ja, das empfinde ich eben andersrum genauso. Ja, was nützt mir meine Erfahrung, wenn ich eben alleine bin, ne, in den Situationen und das zwar stemmen kann und es mir auch gut tut, aber es braucht ja auch eine Verdauungsarbeit. Ne, manchmal kommt es ja erst Wochen später, dass man jetzt zum Beispiel mit sterbenden Kindern zu arbeiten, das ist oftmals eben so, dass das wie so ein Bumerang dann auch zurückkommt und man sich dann eben auch selbsttherapeutisch unterstützen muss und füreinander da sein muss. Und das ist eine das baut auf so viel Vertrauen und so viel Nähe dann auch zwischen uns auf. Und das war ja auch in diesem Dreiergestirn, auch mit Pascal. Wir waren ja so ein Dreiergespann und haben uns den Mann geteilt sozusagen, ne, mit seiner männlichen Energie, was ja auch nochmal ein besonderes Geschenk ist. Ne? Das ist ja ganz rar, dass in solchen Situationen braucht man ja auch oftmals eine männliche Energie und ja. der dann auch mitgeht mit uns beiden Verrückten. Also Naja, und was du sagtest, dass es wie so ein Bumerang zurückkommt. Manchmal kamen wirklich die Erkenntnisse, wie du gesagt hast, kamen dann nach 3 Wochen. Das kann man in dem Moment kann man das gar nicht so fassen. Dann ist man nur dabei und ja, aber nach 3 Wochen kommt dann die Erkenntnis, wie es dann alles so zusammenpasst mit dem Jin Shin Jutsu. Und das war manchmal wirklich, also manchmal wirklich bin ich nachts aufgewacht. Ach, so war das. Ja, klar. Und deshalb hängt das so zusammen. Und das, also wirklich. ja, Unglaublich eigentlich. Ja. ja, wirklich unglaublich.
Was mich aber auch noch interessiert, und das ist auch so eine Gemeinsamkeit, ist ja die Situation mit unseren Töchtern, dass die eben, wie ich vorhin schon angekündigt habe, eben auch zwar etwas unterschiedlich, aber jetzt also mit uns zusammenarbeiten. Also deine Tochter ist auch Jin-Shin-Jitsu-Therapeutin. Vielleicht Ja. magst du dazu noch mal was sagen. Erzähl doch mal. Ja, Clara, ja, wie gesagt, die hatte ich ja zu dieser einen Therapeutin geschickt und so, und dann war sie auch so interessiert und dann hat sie den Weg gefunden über Jin-Shin-Jutsu für Tiere. Das hat sie erstmal angefangen und das war also ja ganz, ganz toll. Und das macht sie jetzt auch immer weiterhin noch so, also dass sie Pferde strömt und sie ist da, sie wohnt in Dresden und sie ist da gibt es so einen Hof und dann strömt sie mit Kindern zusammen Pferde und Ziegen und Toll. das ist, ja, dann habe ich ja auch noch einen Enkel, den dürfte ich ja auch, Clara hatte mir erlaubt, bei der Geburt dabei zu sein, das war auch sehr berührend und der ist auch schon dabei, der ist auch schon am Start und strömt auch schon die Tiere. Oh, so süß. Ja, und jetzt, das ist auch noch wieder eine Gemeinsamkeit. Laura hat ja keine Praxis, aber Laura arbeitet ja mit den Online-Formaten mit uns zusammen und ist mittlerweile, ich bin erstaunt, was die alles über Jin-Shin-Jitsu weiß. Also das ist irgendwie wirklich über die Muttermilch. Ne? Ich bin ja, sie war ja 2 Jahre alt, als ich das Jin-Shin-Jitsu kennenlernte. Insofern hat sie das wirklich von der Muttermilch mit aufgesaugt. Und war ja immer in Kursen dabei, hat geholfen und so. Und es ist auch eine Art, Jin-Shin-Jitsu zu lernen, Ja, auf auf so eine jeden Fall. spielerische Art. Und das finde ich eben auch so interessant, dass es bei uns so ist. Und bei uns ist es eben so, dass meine beiden Enkelsöhne eben auch jetzt schon anfangen und sagen, also der Kleine hat sich den Zeh gestoßen und dann kam sie neulich hier an und der Zeh blutete so. Und dann hat der Große, der wird jetzt 12, hat zu mir gesagt, du Omimi, ich habe jetzt schon da innen die 5 ist es, glaube ich, und den kleinen Zeh gehalten. Gibt es noch was Besseres? Fand ich so süß. Ohne dass ich das jemals so, ne, übers Nachahmen und übers, dass es einfach eine Leichtigkeit in der Familie hat. Und so ist es ja wahrscheinlich für Oskar auch. Er sieht, wie Clara strömt und macht das einfach mit, weil. Ja, absolut. Also letztens hat sie auch erzählt, dass hat sie ihn geströmt, dann ist er irgendwie eingeschlafen und nachts wacht er wieder auf und dann sagt, Mama, können wir jetzt weiter strömen? Ja, Also das ist so süß. ja. Ja, also ihr seht, es ist auch generativ, also von den Generationen übergreifend, nicht nur, dass man mit einer genetischen oder von der Energie der Generation mit einer Belastung mitkommt, sondern es kann einfach auch in eine so eine heilende Leichtigkeit übergehen, was wir uns ja eigentlich, wir können uns das nicht mehr schenken, wir müssen dafür was tun, aber die nächste Generation kann das einfach so spielerisch lernen. Das ist doch das Beste, was uns passieren kann. Ja, absolut. Ja. Ja, liebe Uta, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke, für deine Erklärungen. Wir müssen uns gar nicht so doll voneinander trennen. Wir sind im Mai in den Intensivwochen in Neuschönau wieder zusammen mit dem speziellen Team für Intensivwochen. Da wird es dann wirklich intensiv und da ist es toll, wenn man einfach gemeinsam schon sehr viel Erfahrung hat, um das einfach auch zu stemmen. Das muss man auch sagen. Das ist ja auch wirklich eine Anstrengung, weil man einfach so viel behandelt, aber gleichzeitig ist es irgendwie eine berührende Ekstase, möchte ich mal sagen. Und Ja. da freue ich mich schon ganz doll. Und vielen, vielen Dank für euer Zuhören und vor allen Dingen, Uta, vielen, vielen Dank für deine kostbare Zeit und Danke dir fürs Einladen. alles Liebe. Tschüss. Ja. Ciao. Wenn dir diese Folge ganz besonders gefallen hat, hinterlass doch eine Bewertung oder schenk uns ein paar Sternchen.